So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, wir können jetzt starten. Ich würde jetzt gerne an Bruno übergeben. Bruno, du kannst jetzt Ja, anfangen. ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Patientenveranstaltung wieder in virtueller Form. Das wird die letzte sein für dieses Jahr von uns aus. Aber es wird eine spezielle Patientenveranstaltung sein, gezielt auf ein Thema, was für jeden CED-Betroffenen ein zentrales Thema ist, und zwar die Ernährung. Wir werden versuchen, hier einige Fakten, Tipps, Tricks weiterzugeben. Und ich freue mich sehr, dass wir diese Veranstaltung so organisieren konnten, und freue mich auch, dass schon ganz viele Leute online sind und hier sich schon einwählen konnten. Ich möchte ganz kurz, bevor wir starten, noch Danke sagen, und zwar all unseren Sponsoren, die mit ihrem Beitrag solche Events ermöglichen und uns hiermit jedes Jahr wieder unterstützen. Danke vielmals. Ja, weiter möchte ich jetzt schon Danke sagen den vier Referenten von heute Abend, und ich bin sehr gespannt, was heute so rauskommt. Das Programm ist meiner Meinung nach sehr spannend, und wir haben einen Gastroenterolog dabei, Dr. Stefan Bavrika, der wird den Start machen und auch die Sicht vom Gastroenterologen zu diesem ganzen Thema spiegeln, und dann drei Ernährungsberaterinnen, die gezielt auf die einzelnen Themen eingehen werden. Am Schluss gibt es noch die Möglichkeit, dass alle von Ihnen Fragen stellen können. Und zwar haben Sie rechts unten einen Button, der heißt F&A, und dort können Sie die Frage einschicken, und wir werden dann versuchen, möglichst viele davon zu beantworten, und vielleicht erübrigt sich die eine oder andere Frage auch durch ein Referat. Wir hoffen, dass wir so gezielt etwas Fragen dann beantworten können. Wichtig, wirklich über das F&A zu fragen, damit wir alles an einem Ort haben und so zentral auch arbeiten können. Ja, am Schluss noch ein Dankeschön an das IBD-Net. Das IBD-Net unterstützt uns immer inhaltlicher Form bei unseren Informationen, aber auch in diesem Fall mit den virtuellen Veranstaltungen, auch in den technischen. Und hier ein großes Dankeschön für die super gute Zusammenarbeit. Ja, wenn Sie mehr wissen möchten zur Chroncolitis Schweiz, gibt es unsere Webseite, die www.chron-colitis.ch. Dort finden Sie ganz viele Informationen zum Thema chronisch entzündliche Darmerkrankungen, und wir freuen uns auf viele Besucher und natürlich auch auf ganz viele neue Mitglieder in unserer Familie. So, und jetzt würde ich schon weiter übergeben an Stefan Wabrika und wünsche Ihnen allen ganz ein spannendes Webinar. Gut, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen. Wir beginnen mit dem ersten Vortrag, und der erste Vortrag, ich habe das Thema bekommen, zu reden über was sind chronisch entzündliche Darmkrankheiten und welche Rolle spielt die Ernährung. Ich gehe davon aus, dass eigentlich die meisten von Ihnen wahrscheinlich viel, viel besser wissen als ich, was es eigentlich heißt, einen Morbus Crohn oder eine Colitis ulcerosa zu haben. Aber ich versuche vielleicht so ein paar Schlagworte oder ein paar Gedanken reinzubringen, die Ihnen vielleicht noch nicht ganz so geläufig sind. Und natürlich werde ich das Thema Ernährung nur ein bisschen oberflächlich anschneiden, und dann werden wir von den drei Spezialistinnen dann sicher mehr zu diesem spannenden Thema hören. Wenn ich in der Sprechstunde Patienten mit chronisch entzündlichen Darmkrankheiten betreue, dann kommt immer als erstes die Frage, wieso habe ich eigentlich die Krankheit? Woher kommt sie? Was ist so eigentlich der Auslöser oder die Ursache? Und die richtige Antwort ist, wir wissen es nicht. Ich versuche dann immer den Patienten zu erklären, das sind so wie drei Teilgebiete, die zusammenspielen. Auf der einen Seite ist es die Genetik, die eine Rolle spielt. Das sehen Sie hier links unten. Aber die Genetik spielt keine so extrem wichtige Rolle. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie eineiige Zwillinge haben und der eine eineiige Zwilling bekommt einen Morbus Crohn oder einen Colitis ulcerosa,
dann würde man ja denken, dass die Chance für den zweiten eineigen Zwilling 100% ist, dass er diese Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn auch bekommt. Aber die Wahrheit ist, es sind nur ungefähr 15%. Also Sie sehen, die Genetik spielt eine gewisse Rolle, aber spielt nicht so eine wichtige Rolle. Auf der anderen Seite scheinen gewisse Dinge zusammenzuspielen, wie einerseits die Darmflora. Die Darmflora ist, glaube ich, wichtig. Das heißt, was haben wir überhaupt in unserem Dickdarm drin? Und diese Darmflora, die spielt wahrscheinlich eine wichtige Rolle in der Krankheitsentstehung. Und Sie wissen wahrscheinlich alle, dass man diese Darmflora auch beeinflussen kann, unter anderem beeinflussen kann durch Ernährung. Und das ist wahrscheinlich der Grund, wieso das Ernährung so eine wichtige Rolle spielen kann bei diesen chronisch entzündlichen Darmkrankheiten, weil Sie wahrscheinlich über die Ernährung anfangen, Ihre eigene Darmflora zu verändern. Und schließlich und endlich wird es wahrscheinlich irgendwelche Umweltfaktoren geben, die wir nicht wissen. Wir kennen die einfach nicht. Es gibt da hunderte von Theorien. Eine Theorie ist zum Beispiel, wenn Sie sich den Darm vorstellen, dann ist dieser Darm ausgekleidet von so einer Schleimhautschicht. Und diese Schleimhautschicht verhindert, dass Darmbakterien in einen direkten Kontakt kommen mit der Darmwand. Und in der heutigen Zeit ernähren wir uns ja immer mehr mit Seifenrückständen. Sie essen ihr Essen aus Tellern, welche mit Seife gewaschen wurden. Oder sie waschen sich die Hände und essen einen Apfel. Das heißt, sie nehmen immer wieder kleine Seifenrückstände auf. Diese Seifenrückstände gehen in den Darm, wirken dort als Detergens, lösen vielleicht diese Schleimschicht auf und vielleicht ist das mit eine Rolle. Das nennt sich dann auch Hygienehypothese und das ist eine der Ideen, wieso das wir in der letzten Zeit auch gehäuft chronisch entzündliche Darmkrankheiten sehen. Es gibt andere, es gibt zum Beispiel Forscher an der Uni, am Unispital Zürich, die sich damit beschäftigen, mit dem Weißmacher in der Zahnpasta, mit Titaniumdioxid. Und dass vielleicht das dann dazu führt, dass eben eine chronisch entzündliche Darmkrankheit entstehen kann. Fakt ist, all diese Faktoren führen dazu, dass ihr Immunsystem im Darm aktiviert wird und aus dem entsteht dann der Morbus Crohn und oder die Colitis ulcerosa. Man kann es auch so anschauen, also es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Faktoren, die das beeinflussen. Neben der Genetik und dem Mikrobiom sind es natürlich Medikamente. Und da hat eben die Crohn-Colitis Schweiz ein wirklich schönes Informationsblatt herausgegeben. In diesem Informationsblatt haben wir alle Medikamente, welche Schmerzmittel sind und welche bei Crohn und Colitis ulcerosa nicht gegeben werden sollten, zusammengefasst in der Schweiz. Und wenn Sie an diesem Informationsblatt Interesse hätten, dann kontaktieren Sie doch CCS. Schlaf spielt eine wichtige Rolle, natürlich Ernährung, das heutige Thema, Hygiene, dann ob man viel oder wenig Vitamin D hat oder zu sich nimmt, werden wir wahrscheinlich nachher noch in einem der nächsten Vorträge hören, dass eigentlich Vitamin D ein antientzündlicher Faktor ist, der eine wichtige Rolle spielt. Natürlich Rauchen, physische Aktivität oder Stress kann eine Rolle spielen. Patienten mit Crohn oder Colitis ulcerosa haben eine Vielzahl von verschiedenen Symptomen. Dazu gehört natürlich Durchfall, Bauchweh, Blutbeimengung. Und da sehen Sie, Blut im Stuhl ist viel, viel häufiger bei der Colitis ulcerosa als bei Morbus Crohn, wie Sie das hier sehen. Aber auch andere Dinge wie zum Beispiel Gewichtsverlust, Gelenkschmerzen, das sind sogenannte Arthralgien, aber auch Fieber kann auftreten oder Hautveränderungen. Und hier sehen Sie noch weiter. Das ist natürlich eine Vielzahl an verschiedenen Symptomen, die eigentlich bei Patienten mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa auftreten können. Und dementsprechend ist es manchmal schwierig, die Diagnose schnell zu stellen, weil es sich manchmal wie so ein Chamäleon verhält. Jetzt Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, das unterscheidet sich. Unter anderem unterscheidet sich es auch darin, wo oder was befallen ist. Und Sie sehen, bei Morbus Crohn ist es vor allem dieser Übergang zwischen Dick- und Dünndarm. In Orange sehen Sie den Dickdarm, in diesem Rot den Dünndarm, in Blau Speiseröhre und Magen. Ich als Gastroenterologe habe immer das Gefühl, ich müsste irgendwo ein Endoskop irgendwo hineinschieben und wenn ich es von oben her hineinschiebe, dann komme ich durch die Speiseröhre in den Magen und in den ersten Teil vom Dünndarm. Wenn ich es von hinten her hineinschiebe, dann sehe ich den gesamten Dickdarm, sehe auch noch einen kleinen Teil des Dünndarmes, aber sehe eigentlich nicht so viel vom Dünndarm. Und dazwischen haben Sie aber ungefähr 5 Meter Dünndarm, den man nicht sieht. Zum Glück ist der Morbus Crohn vom Dünndarm eher selten. Sie sehen hier nur ungefähr 6% aller Crohn-Patienten haben einen
lediglich ein Befall des Dünndarmes, aber das sind eigentlich dann die Patienten, bei denen es sehr lange dauert, bis wir die Diagnose stellen, weil wir eben den Dünndarm nicht so gut darstellen können. Am häufigsten ist aber dieser Übergang zwischen Dünn- und Dickdarm befallen, also hier diese Stelle, das sogenannte terminale Ileum. Und Sie sehen hier eine bekannte amerikanische Sängerin, Anastasia. Anastasia ist eigentlich immer wieder in amerikanischen Crohn- und Colitis ulcerosa Veranstaltungen mit dabei. Und sie wurde hier operiert. Sie sehen hier diese Narbe von Anastasia. Die wurde operiert in diesem Bereich, weil sie dort eben ihre Entzündung hatte, und diese Entzündung kann dann auch zu einer Engstelle führen, und sie wurde dann dort operiert. Wie gesagt, bei einem Morbus Crohn kann es zu einer Entzündung kommen, und diese Entzündung kann einerseits dazu führen, dass man sogenannte Fisteln ausbildet. Das sind so Verbindungsgänge. Es kann zum Beispiel zwischen zwei Darmabschnitten sein, wie Sie das hier links sehen. Aber es kann auch rund um den Anus sein, wo man solche Fistelgänge entwickeln kann. Also man kann zwischen den Darmabschnitten, dann heißt es enteroenterische Fistel. Es kann aber zwischen dem Darm und der Vagina können Fisteln auftreten, oder eben rund um den Anus können Fisteln auftreten. Das ist so das Lieblingsdia von den Gastroenterologen, die sich mit chronisch-entzündlichen Darmkrankheiten beschäftigen. Und ich zeige Ihnen, wieso das für uns so wichtig ist. Es sagt eigentlich nichts anderes aus. Unten in der X-Achse sehen Sie die Zeit. Und zum Zeitpunkt Null wird die Diagnose gestellt. Und Sie sehen, je länger die Diagnose besteht, desto weniger häufig ist der Morbus Crohn entzündlich verändert. Und desto eher treten komplizierte Verläufe auf, wie zum Beispiel der penetrierende Crohn, dazu gehören eben diese Fisteln, oder Strikturen, das sind enge Stellen, wie Sie es hier oben sehen. Oder wie wir es eben bei Anastasia gesehen haben, die hatte hier eine enge Stelle, die dann operiert werden musste. Und das ist mit ein Grund, wieso dass wir denken, dass man eigentlich vor allem zu Beginn relativ antiinflammatorisch behandeln sollte und man nicht zu lange zuwarten sollte mit der Therapie, weil je länger man zuwartet und je länger man die Therapie nicht einführt, desto komplizierter wird eigentlich eine solche Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa Krankheit. Auf der anderen Seite gibt es die Colitis ulcerosa. Bei der Colitis ulcerosa unterscheiden wir so wie drei Verlaufsformen. Es gibt Patienten, wo nur der Enddarm befallen ist, also die letzten 10, 20 Zentimeter, da nennt sich das Proktitis. Es kann sein, dass der linke Teil des Darmes befallen ist, dann ist das eine sogenannte linksseitige Colitis, oder der gesamte Darm kann entzündet sein und dann nennt sich das eine Pancolitis. Also Sie sehen, die Colitis ulcerosa hat drei verschiedene Verlaufsformen oder Ausbreitungsformen, und Sie sehen, alle Formen haben eigentlich immer die letzten 10 bis 20 Zentimeter mit befallen. Und das sind eigentlich auch die 10 bis 20 Zentimeter, die den Colitis ulcerosa Patienten so viele Mühe machen. Sie müssen sich das vorstellen, das ist wie so ein Sack. Wenn von oben her Stuhl reinkommt, dann füllt sich der Sack, füllt sich, bis er dann plötzlich voll wird. Und dann Ihrem Hirn mitteilt, du, jetzt müsste ich langsam, dann sagt aber das Gehirn, geht gerade nicht, wir sind gerade in einem Webinar über chronische entzündliche Darmkrankheiten, aber irgendwann mal sagt dann der Sack, jetzt geht's nicht mehr und dann müssen Sie auf Toilette. Wenn natürlich dieser Sack entzündlich verändert ist, dann genügen kleine Volumina, die da reingehen, und es gibt dann bereits einen sehr, sehr starken Drang, und Patienten haben dann immer nur ganz, ganz kleine Stuhlentleerungen. Am Morgen früh müssen sie ganz schnell auf Toilette, haben dann ganz kleine Stuhlentleerungen, dann stehen sie auf, dann kommt von oben her wieder erneut Stuhl. Das heißt, man setzt sich nochmal hin, hat eine zweite, dritte, vierte Stuhlentleerung, bis man es dann eigentlich schafft, in den Tag reinzugehen, bei hoffentlich entleertem Darm. Und deshalb ist es so wichtig, dass man diesen letzten 10, 20 Zentimetern eine besondere Beachtung schenkt und das dann zum Beispiel mit Zäpfchen, mit Schäumen oder mit Einläufen behandelt. Im Rahmen des Morbus Crohn und der Colitis ulcerosa können auch Erkrankungen außerhalb des Darmes auftreten. Sie sehen hier verschiedene Dinge, die passieren können. Man kann zum Beispiel Gelenksbeschwerden haben, man kann Augenentzündungen entwickeln, bestimmte Hautkrankheiten. Und gerade bei Patienten mit einer Colitis ulcerosa können auch Leberkrankheiten, eine bestimmte Leberkrankheit, die nennt sich primär sklerosierende Cholangitis oder PSC, können auftreten bei Patienten mit Colitis ulcerosa. Das sieht dann ungefähr so aus. Sie sehen, sollten Sie jemals solche
bläulich-weißen Flecken am Unterschenkel entwickeln, dann denken Sie daran, dass das eben auch im Rahmen der chronisch entzündlichen Darmkrankheit auftreten kann und informieren Sie Ihren behandelnden Arzt. Ich werde dann auch häufig gefragt, ja, was habe ich zu erwarten und wie ist dann der Verlauf von dieser chronisch entzündlichen Darmkrankheit? Und Sie sehen, bei der Hälfte ungefähr der Patienten hat es initial einen Schub und danach kommt eigentlich nichts mehr. Dass es quasi zuerst nichts ist und dann ein ganz schlimmer Schub, das ist eher selten. Und bei einem anderen Teil der Patienten gibt es entweder immer wieder Schübe oder man ist in einem Dauerschub und kommt eigentlich nie aus diesem Dauerschub heraus. Das gilt für Morbus Crohn, sieht eigentlich bei Colitis ulcerosa recht ähnlich aus. Aber das ist der Grund, wieso dass wir Gastroenterologen immer primär versuchen, den ersten Schub zu behandeln. Das machen wir meistens mit Cortison. Schleichen dann das Cortison aus und schauen, was passiert, wenn man das ausschleicht. Und bei einem Teil der Patienten klappt das, ungefähr bei der Hälfte. Und bei der anderen Hälfte klappt das nicht, weil dann wieder der nächste Schub kommt und wieder ein Schub und wieder ein Schub. Oder man bleibt in einem Dauerschub. Und das sind dann die Patienten mit diesem roten Kreis, sehen Sie es eingezeichnet, wo eben weiterführende Therapien dann notwendig sind. Jetzt ist Ernährung, ist das tatsächlich ein wichtiger Parameter? Und da gab es zum Beispiel eine schöne Studie publiziert 2016, wo man 500 Patienten mit chronisch entzündlichen Darmkrankheiten, IBD ist die englische Bezeichnung, Inflammatory Bowel Disease oder chronisch entzündliche Darmkrankheiten, wo die befragt wurden und ungefähr die Hälfte der Patienten gaben an, dass eben Lebensmittel Symptome auslösen können und die Ernährung deshalb für diese Patienten extrem wichtig war. Bei Morbus Crohn waren es häufiger Unverträglichkeiten, zum Beispiel für Fleisch, fettige Speisen, Schokolade oder Salat. Und bei der Colitis ulcerosa gaben diese 500 Patienten an, dass es häufiger Getreideprodukte waren, welche Beschwerden machen konnten. Insgesamt muss man aber sagen, dass die Ernährung bei chronisch entzündlichen Darmkrankheiten zwar ein sehr hohes Interesse weckt bei den Patienten und auch eine hohe Motivation, sich über die Ernährung dann aktiv irgendwie zu beteiligen an der Therapie. Es gibt dann auch teilweise sehr ausgeklügelte Therapien, wie zum Beispiel die SCF-Diät, die Anti-Inflammatory Diet, die paläontologische Diät oder FODMAP-Diät. Aber es gibt eigentlich bisher relativ wenig Daten und es gibt eigentlich nicht die eigentliche Diät für chronisch entzündliche Darmkrankheiten. Aber es lohnt sich durchaus, Patienten mit chronisch entzündlichen Darmkrankheiten zur Ernährungsberatung zu schicken und eben gewisse Tipps und Tricks einholen zu lassen, wie man diese Krankheit besser behandeln kann. Man kann zum Beispiel versuchen, durch Ernährung die Krankheitsaktivität etwas zu beeinflussen. Man sollte vielleicht andere Ursachen für Durchfall, Blähungen und so ausschließen, wie zum Beispiel eine Getreideunverträglichkeit, eine Zöliakie. Es gibt immer wieder Patienten, welche sowohl eine chronisch entzündliche Darmkrankheit als auch eine Zöliakie zusammen haben können. Dann gibt es natürlich immer wieder die Diskussion, soll man jetzt Nikotin weglassen oder nicht? Grundsätzlich ja, man sollte sich auch nicht zu einseitig ernähren. Eine Mangelernährung sollte vermieden werden, wird auch eins der Themen dann sein in den nächsten Vorträgen. Die Diagnose sollte gestellt werden und man sollte suchen, ob vielleicht Vitamin- oder Spurenelementemängel da sind. Man muss sich überlegen, ob man Probiotika einsetzen kann oder eben neue Therapieansätze einführen will. Es gibt dann so Ernährungstipps, wie man sich zum Beispiel in der sogenannten Remission, das ist die Phase, wo sie keine Krankheit haben. Das heißt, die krankheitsfreie Phase nennt sich Remissionsphase. Und es gibt dann so Tipps, wie man sich da ernähren soll. Man soll vielleicht eher kleinere Mahlzeiten nehmen, individuelle Unverträglichkeiten berücksichtigen, sich nicht zu einseitig ernähren und vor allem Mangelernährungen vermeiden. Und auf der anderen Seite sollte man zum Beispiel, wenn Sie einen Schub haben, vor allem darauf achten, dass Sie eine leichte Vollkost zu sich nehmen. Auch da wieder individuelle Unverträglichkeiten sollten berücksichtigt werden. Vielleicht lohnt es sich dann auch, sich Laktose- oder Nahrungsfaserarm zu ernähren. Und bei einem schweren Verlauf mit Gewichtsverlust sollte man dann eben auch schauen, dass man vielleicht noch Zusatznahrung zu sich nimmt und eventuell auch Sondernahrung und im extremen Fall sogar über die Vene eine Ernährung bekommt. Also Sie sehen,
Das Fazit, die Ernährung scheint wichtig zu sein. Es gibt keine typische chronisch entzündliche Darmkrankheiten-Diät. Es gibt bestimmte Dinge, die interessant sind. FODMAPs, vielleicht können wir nachher noch ein bisschen darüber reden, was das eigentlich genau bedeutet. Chronisch entzündliche Darmkrankheiten gehen relativ häufig mit Mangelernährung einher. Es gibt häufig aber auch Ernährungsmängel und man sollte eben individuelle und symptombezogene Ernährungsberatung machen, insbesondere auch um Ernährungsmangelzustände zu vermeiden. Und neue therapeutische Ansätze gibt es und die sollten Sie mit Ihren Ernährungsberaterinnen und Beratern besprechen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und damit möchte ich jetzt gerne überleiten.